Die Geschichte von Viktor Heinz. Wo bist du, Vater? Die Sonne hatte sich schon tief zum Horizont geneigt. Ich stand mit gespreizten Beinen in unserem Kastenwagen und fuchtelte mit der Peitsche in der Luft herum. Die Pferde ließen sich aber nicht einschüchtern. Sie griffen zwar ein wenig aus, fielen jedoch gleich in den gewohnten trägen Trab zurück. Auf dem Ackerland wurde der Weg holprig und der Wagen rumpelte so, dass es mir in den Zehen kribbelte. Die Dreschmaschine stand mitten auf dem Getreidefeld. Das Rasseln ihrer Ketten war von weitem zu hören. Darüber hing eine dichte Wolke von Spreu und Staub. Wenn der Motor laut aufheulte, schimpfte Onkel Peter, der Mechaniker, wie ein Rohrspatz. Auch seine Flüche waren von weitem zu hören. Die Frauen blieben ihm jedoch nichts schuldig, sie verstanden sich sogar viel besser aufs Schimpfen mit ihren helleren Stimmen und ihrem losen Mundwerk. Sie hatten es eilig, denn zu Hause warteten ihre hungrigen Kinder auf sie. Deswegen sorgten sie dafür, dass der unsättliche Rachen der Drehmaschine immer voll war. Mit verbissenem Eifer warfen sie Garbe um Garbe in die Maschine. Diese verschluckte sich aber oft, begann zu husten und zu krächzen. Die Trommel verstopfte und der Treibriemen flog von der Scheibe herunter. Kreuzmillionen Donnerwetter, könnt ihr nicht ein bisschen die Augen aufreißen? Onkel Peter war ganz außer sich. Er humpelte auf seinem lahmen Bein hin und her und konnte sich nicht beruhigen. Wieder eine Viertelstunde Arbeitsausfall, da kam ich ihm noch mit meiner Frage in die Quere. »Muss ich heute noch einmal kommen, Onkel Peter?« »Sitzt und warte, bis wir fertig sind«, fuhr er mich wütend an. »Oder besser, du krabbelst mal hinunter und zupfst das Stroh aus der Trommel.« »Ja, gleich«, sagte ich, »denn das tat ich gern. Ich schwang mich auf die Maschine hinauf, ließ mich zur Trommel hinunter und zog aus Leibeskräften an dem eingeklemmten Stroh. Es wollte und wollte nicht nachgeben. Dann zupfte ich es büschelweise heraus und spürte endlich, dass die Trommel sich gelockert hatte. Onkel Peter zog den Riemen wieder auf die Antriebsscheibe. Ich wollte ihm dabei behilflich sein, er stieß mich jedoch zur Seite und brummelte: »Bleib bloß weg, du kommst mir sonst unter die Füße.« »Alter Brummbär!« Ich trat zur Seite und machte mich an meinem Kastenwagen zu schaffen. Mit Kennerblick prüfte ich zunächst die Räder, ob nicht irgendwo ein Reifen locker geworden war. Eine Stelle, die mir verdächtig vorkam, zog ich mit einem Drahtstück fest. Antoschka kam herangelaufen. Er wedelte mit dem Schwanz und tat so, als wollte er mir seine Hilfe anbieten. »Geh bloß weg, Antoschka«, sagte ich, »du kommst mir sonst noch unter die Füße.« Dann stieg ich in den Wagenkasten und wollte die Ladeluke zumachen, damit unterwegs kein Weizen verloren ginge. Die Pferde wurden unruhig und zogen den Wagen an. »Brrr«, rief ich. Die Biester wollten es nicht begreifen, dass sie noch eine Weile zu stehen hatten und zerrten ungeduldig an der Deichsel. Ich fühlte mich genötigt, ihnen wieder mal die Leviten zu lesen. »Du stehst jetzt still, Waska, sonst kriegst du gleich eins hinter die Lappen. Wenn du laufen sollst, dann bist du faul wie Stinkluder. Und du, Maschka, spiel nicht mit den Ohren rum. Deine Mucken kenne ich schon. Wartet nur, ich werde euch schon Beine machen.« Meine Drohung schien ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Der graue Schimmel stand nun ganz ruhig, prustete nur ab und zu, rappelte mit dem Gebiss. Ich nahm den Schiebeverschluss heraus, legte ein Stück Stoff in den Falz und verschloss die Öffnung wieder. Dann suchte ich den ganzen Kasten nach Ritzen ab und verstopfte jedes Löchlein, durch das Weizen verloren gehen konnte. Nun mochte geladen werden. Es dauerte aber noch eine ganze Weile, ehe die Drehmaschine die letzte Garbe verschluckt hatte und Onkel Peter den Körnertank auszuladen begann. Ich scharrte den Weizen mit Händen und Füßen im Wagenkasten auseinander, richtete mich dann ein und griff nach der Leine. »Jetzt kann's losgehen, Waska. Zeig mal, was du kannst.« Die Sonne war inzwischen schon untergegangen und der westliche Himmel glühte wie ein überhitzter Kanonenofen. Die Räder knarrten und quieksten.
Ich summte leise ein Liedchen vor mich hin, fühlte mich glücklich. Du bist jetzt der älteste Mann im Hause, hatte die Großmutter gesagt, als wir Großvater beerdigt hatten. Sehe zu, wie wir nun die Familie durchfüttern. Wer weiß, wann deine Eltern zurückkehren. Das war im vorigen Jahr, im Frühling gewesen, und ich arbeitete nun schon das zweite Jahr im Kolchos. Mal bei der Aussaat, mal bei dem Heumachen, mal bei der Ernte. Ich hatte mich schon gut eingelebt. Vom Kolchosvorstand war mir mehrmals Dank ausgesprochen worden. Und jetzt sollte wieder alles anders werden. Wozu war er nur gekommen, der Franz? Wer hatte ihn gerufen? Vielleicht hatte ihm mein Vater einen Brief aus Kasan geschrieben oder die Mutter aus Krasnojarsk. Franz war mein Vater, schon 17 Jahre alt. Er sollte uns helfen, als ob ich die Familie nicht selbst versorgen könnte. Wäre er doch lieber in seinem Dorf geblieben, wo er hingehörte. Als der Großvater noch am Leben war, hatte er mir auf der Landkarte alle Ortschaften gezeigt, wo unsere Verwandten lebten. Der Krieg ist jetzt aus, hatte er gesagt. Bald werden wir wieder alle zusammenkommen. Er erlebte es jedoch nicht mehr. Im März vorigen Jahres war er an einer Erkältung gestorben. Er hatte in den Nächten lange gehustet, und eines Morgens sagte die Großmutter, er ist nicht mehr. Gott hat ihn zu sich geholt. Dann, als wir Großvater beerdigt hatten, vergrub sie ihr Gesicht in den Händen und sagte schluchzend, wie soll ich euch nur alleine durchfüttern? Wer weiß, wann eure Eltern zurückkommen? Damals musste ich die Schule aufgeben. Einerseits war ich froh darüber, zu Hause in Balzer hatten wir alle Fächer auf Deutsch gelernt, hier aber wurde nur in russischer Sprache unterrichtet. Als Vater noch zu Hause war, hatte er mir beim Lernen sehr geholfen. Vater konnte gut Russisch, war er doch Russischlehrer in Balzer gewesen. Eines Tages aber ging er an die Arbeitsfront, und nach einem Jahr musste auch die Mutter weg. Der Großvater sprach schlecht Russisch, konnte mir also nicht helfen. Und die Großmutter, ach, da musste ich lachen, wenn ich sie Russisch sprechen hörte. Als ich eines Tages meine Hausaufgaben machte, fragte ich sie, Großmutter, wie schreibt man es richtig? Chimodan oder Chemodan? Schamadan, sagte sie mit sicherer Miene, ohne auch nur einen Augenblick an der Richtigkeit ihrer Antwort zu zweifeln. Ich kugelte mich vor Lachen, sie ließ sich jedoch nicht beirren. Da ist gar nichts zu lachen, Schamadan hat mir schon immer gesagt. Das war damals, nun sind es schon 2 Jahre, seit ich nicht mehr zur Schule gehe. Und jetzt, wo Franz zu uns gekommen ist, sollte ich wieder mit Rotznasen zusammen in einer Bank sitzen. Schon damals hatten sie mich wegen meines Kauderwechsels gehänselt. Nun aber würde die Fopperei erst recht losgehen. Ja, wenn der Vater zu Hause wäre, dachte ich, dann hätte ich das alles nachholen können. So dämlich bin ich nämlich gar nicht. Inzwischen war es dunkel geworden, aber auf der Tenne rappelten und rauschten immer noch die Getreideschwinnen. Ich fuhr an eine Weizenmiete heran und öffnete den Verschluss im Wagenkasten. Das Korn rieselte leise zischend durch die Ausladeöffnung. Ich holte mir eine Schaufel und scharrte so lange, bis der Kasten leer war. So gut es ging, kratzte ich auch die Körner aus den Kastenwinkeln heraus und nahm dann einen Reisebesen, um etwas nachzukehren. Doch dann besann ich mich eines Besseren und warf den Besen auf die Weizenmiete. Großmutter nörgelte immer, wenn ich mit blitzblankem Wagenkasten nach Hause kam. Die anderen bringen immer ein paar Körnchen nach Hause, haben wenigstens die Hühner was zu picken. Dein Kasten ist immer wie ausgelegt. Aber mir hämmerten noch immer Vaters Worte in den Schläfen. Du sollst niemals stehlen, mein Junge. Diebstahl ist die schlimmste Krankheit. Das sollst du nie vergessen. Vor unserem Haus zügelte ich die Pferde und sprang vom Wagen. Sollten sie sich selbst die paar Körnchen aus dem Kasten herauskehren. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Und die Pferde konnte Leo in den Kolchosstall bringen. Das machte er gern. Leise knisterte der Docht der Petroleumlampe. Es war schon weit nach Mitternacht. Alle schliefen längst. Ich saß im kleinen Vorzimmer, das zugleich auch als Küche diente, und hatte Vaters alte Landkarte auf dem Tisch ausgebreitet.
Zu Hause hatte diese Karte immer über Vaters Schreibtisch an der Wand gehangen. Hier aber lag sie schon mehrere Jahre lang zusammengefaltet unter Büchern auf einer Holzkiste. Als Großvater noch am Leben war, hatte er sie in und wieder hervorgeholt und mit einem gelb gerauchten, klobigen Zeigefinger auf die Stellen getupft, wo sich Vater und Mutter zurzeit befanden. Ich suchte vor allem die Wolga und die Stadt Balzer. Dann glitt mein Finger immer weiter nach rechts, bis er auf die Stadt Biisk stieß. Ich konnte mich noch gut erinnern, wie wir diesen Weg vor einigen Jahren zurückgelegt hatten. Auf der Karte schien es gar nicht so weit zu sein. Wie lange aber waren wir gefahren? Großvater erzählte, dass Vater irgendwo bei Kasan sei und dort eine Eisenbahn baue. Der Weg bis dahin, schätzte ich, war ungefähr genauso weit wie bis nach Balzer. Das Dorf Griasnucha, wo wir jetzt wohnten, lag nur einige Kilometer von Biisk, dem Rajonzentrum, entfernt. Von Biisk führte die Eisenbahnlinie nach oben. Wenn mein Finger auf einen umkreisten Punkt stieß, buchstabierte ich die darunter stehenden Namen. Barnaul, Novosibirsk. Von hier schwenkte die schwarz-weiß gestreifte Doppellinie der Eisenbahn nach links ab. Petropavlovsk, Sverdlovsk. Diese Namen muss ich behalten, dachte ich. Die Karte durfte ich nicht mitnehmen, denn ich konnte sie unterwegs verlieren. Vater aber würde sie später noch gebrauchen können. Großmutter trat im Nachthemd aus dem Zimmer. Was hast du denn? Sanderchen, fragte sie besorgt. Warum gehst du nicht schlafen? Du musst doch morgen zur Schule. Gleich lege ich mich schlafen, Oma. Du verbrauchst mir das ganze Lampenöl, sagte sie im Weggehen. Es sollte noch für eine ganze Woche reichen. Ich drehte den Docht herunter und saß noch eine graue Weile im Halbdunkel. Schlafen gehen wollte ich nicht, denn ich hatte immer noch keinen endgültigen Entschluss gefasst. Wenn ich an die Schule dachte, lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich erinnerte mich, mit welchem Widerwillen ich jeden Morgen in die Schule gegangen war. Lieber hätte ich zu Hause Tag und Nacht gebüffelt, um nur nicht die Spötteleien und Hänseleien ertragen zu müssen. Wie sollte ich das aber zu Hause schaffen? Lesen konnte ich schon ein wenig, aber sprechen? Mit wem sollte ich zu Hause Russisch sprechen? Ella und Linda kamen gar nicht in Frage. Was hätte ich auch mit ihnen reden sollen? Und Leo konnte nicht mal richtig Deutsch, geschweige denn Russisch. Der Franz, mein Vater, ja, der vielleicht, aber der würde erstens den Tag über auf Arbeit sein und zweitens wollte ich mit ihm am besten gar nichts zu tun haben. Ich wusste selbst nicht warum, aber ich konnte den Jungen nicht ausstehen. Am liebsten hätte ich ihn auf den Mund geschossen, wie die Großmutter sich manchmal ausdrückte, wenn sie jemanden vom Halse haben wollte. Eigentlich war Franz ein ganz ruhiger und vernünftiger Bursche, und ich hätte gar keinen Grund gehabt, mich über ihn auszulassen, und ich war mir sogar sicher, dass sich die Familie auf ihn verlassen konnte. Besser wäre es gewesen, wenn wir zu zweit gearbeitet hätten, aber das würde Großmutter nie nicht zulassen, und auch der Schuldirektor würde uns das Haus einrennen. Und die Schule besuchen und gleichzeitig im Kolchos arbeiten, das war unmöglich. Aber dass der Franz mich ernähren sollte, nee, das wollte ich auch nicht. Das wäre ja gelacht. Es gab andere, die seine Hilfe brauchten. Ella war erst 11 Jahre alt, Linda 9 und Leo, ach, der war überhaupt noch ein Dreikäse hoch. Ich aber wollte keinem zur Last fallen. Ich fuhr lieber zu Vater, um ihm dort die Eisenbahn bauen zu helfen. Bei ihm würde ich auch Russisch lernen können. Vater war ein guter Lehrer. Den Weg nach Biisk kannte ich gut, denn ich war einmal mit Großvater in die Stadt gefahren. Auch am Bahnhof waren wir vorbeigekommen. Ich müsste in einen Zug steigen, der nach Novosibirsk fährt, oder auch gleich bis Kasan. Na, ich würde mich schon zurechtfinden, war ja kein Schoßkind mehr. Die Sonne, die sich anfangs rasch über der Erde erhoben hatte, stand jetzt an einem Punkt und wie erstarrt über der Steppe. Ich ging am Ufer des Flusses entlang, ganz dicht am Wasser. Es war ein herrlicher, windstiller Morgen. Gleißendes Sonnenlicht breitete sich unerschöpflich über die gewaltige, funkelnde Stille. Eine einsame Möwe kreiste über dem Fluss und glitt ab und zu auf die Oberfläche hinab, um eines der vielen
Fischlein zu schnappen, die bald hier, bald dort aus dem Wasser sprangen. Antoschka eilte voraus, kam aber gleich wieder zurück und kreiste unermüdlich um mich herum. Mal schnupperte er an eine Ziselmauschöhle, mal lief er zum Wasser und kläffte die Möwe an, mal hielt er an einer Jungbirke inne und hob das Bein. Ich rief den Hund herbei. Antoschka, du musst jetzt nach Hause gehen. Mitnehmen kann ich dich nicht, ich fahre sehr weit weg. Antoschka verstand mich gewöhnlich gut und führte all meine Anordnungen gewissenhaft aus. Diesmal aber reagierte er auf meine Worte überhaupt nicht. Nach meiner wiederholten Mahnung schmiegte er sich an meine Beine, sprang dann einige Male an mir hoch und wollte mir wohl das Gesicht lecken. Solch ein Schmeichler, dachte ich und stieß ihn zur Seite. Nun wurde er plötzlich auf meine Schultasche neugierig, die mir Großmutter aus grobem Stoff genäht hatte. Darin steckten außer meinem zerflederten Lesebuch noch ein halber Laib Brot und eine Flasche Wasser. Davon kriegst du nichts, Antoschka, brauchst gar nicht zu betteln. Ich hab einen weiten Weg vor mir und du gehst lieber gleich nach Hause. Die Ella gießt dir Molke in dein Schüsselchen und legt dir auch ein paar Brotkrusten rein. Kannst dann schlappen. Antoschka dachte gar nicht daran, nach Hause zu gehen. Er wedelte mit dem Schwanz und sah mich mit flehenden Augen an. Diesem Blick konnte ich nicht mehr standhalten. Meine Hand schlüpfte von selbst in die Schultasche, brach ein Stück Brot ab und warf es ihm hin. Der Hund fing es im Flug auf und verschlang es im Handumdrehen. »Mehr kriegst du nicht«, sagte ich entschieden. »Ich habe heute selbst noch nichts im Magen.« Ich wollte mir zuerst einen ganzen Laib Brot in die Schultasche legen, dann aber dachte ich mir, du bist nicht der Einzige, der Brot essen will. Du musst auch was für die anderen lassen. Wer weiß, wann Oma wieder mal was zum Backen zusammenkratzt. Gewiss wird sie mich auch für das halbe Brot nach Strich und Faden ausschimpfen. Was kann ich aber dafür? Wäre ich zu Hause geblieben, hätte ich noch viel mehr aufgegessen. So viel müsste Oma schon verstehen. Von Diebstahl konnte hier also gar keine Rede sein, tröstete ich mich. Gewiss würden sie sich zu Hause Sorgen machen, wenn sie erfuhren, dass ich nicht in die Schule gegangen war. Ich hatte doch niemandem etwas von meinem Plan verraten. Und wenn ich gefragt hätte, würde die Oma mächtig Krach geschlagen haben. So war's besser. Ich hatte nur einen Zettel unter mein Kopfkissen gelegt, bis sie den fänden, bin ich schon über alle Berge. Vorläufig sollten sie denken, ich säße in der Schule. Ich war heute noch früher als gewöhnlich aufgestanden. Die Großmutter hatte sich gewundert. »Sanderchen«, sagte sie sich aufrichtend, »du brauchst doch heute gar nicht so früh auf. Du musst erst um 8 in die Schule.« Ich wusste selbst, wann der Unterricht begann und ärgerte mich. Da war sie schon wieder wach. Ob sie überhaupt mal schlief? Wenn sie jetzt aufstünde, würde sie mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich sagte eilig, »Schlaf nur, Oma. Ich muss mal in den Hinterhof.« Und das war auch gar nicht gelogen. Ich musste tatsächlich. Danach aber zog ich im Vorzimmer meine neue Jacke an, die mir der Großvater im vorigen Jahr in Bisk auf dem Trödelmarkt gekauft hatte, nahm die noch am Vorabend vorbereitete Schultasche und stahl mich unbemerkt vom Hof. Nur der allgegenwärtige Antoschka war gleich zur Stelle und bot sich schwanzwedelnd an, mir Gesellschaft zu leisten. Auf Antoschka war aber Verlass. Er würde mich nie verraten, dachte ich. Wer sollte jetzt auch nach mir suchen? Wer sollte wissen, was ich im Sinn hatte? Auf dem Zettel, der unter meinem Kissen lag, stand nur der eine Satz geschrieben. Ich komme zurück, wenn mein Vater kommt. Und das war die reinste Wahrheit. Ich hatte niemanden belogen. Die schwarzen Rauchschwanden über der Eisenbahn waren von weitem zu sehen. Ich hörte auch schon das Stampfen der Lokomotiven und konnte den Weg zum Bahnhof nicht mehr verfehlen. Wir gingen durch eine schmutzige Straße mit verrußten, baufälligen Holzhäusern. Antoschka musste diese Umgebung sehr merkwürdig vorkommen. Er wurde unruhig, spitzte immer wieder die Ohren und fing auf einmal an zu niesen. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst nach Hause gehen«, schalt ich ihn. »Der Schmutz und das Gerumpel hier sind nichts für dich. Am Ende kannst du dich auch noch verlaufen.« Antoschka ließ sich aber nichts einreden. Er lief mir voraus und sah sich immer wieder um, als wollte er mir gut Mut machen.
Nur immerzu, zu zweit werden wir das Ding schon schaukeln. Auf dem ersten Gleis sah ich einen Zug stehen. Ich legte einen Schritt zu in der Hoffnung, ihn noch zu erwischen. Ganz außer Atem gelangte ich auf den Bahnsteig und musste feststellen, dass ich umsonst so gerannt war. Es war ein Güterzug mit vielen Niederbord- und Kesselwagen. Die Lokomotive stand bereits unter Dampf. Ein schrilles, markerschüttelndes Pfeifen erklang und der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Antoschka schmiegte sich mit eingekniffenem Schwanz an meine Beine und regte sich nicht. Auf den Bahnsteigen waren fast keine Menschen zu sehen. Auch Züge gab's keine mehr. Die glatt polierten Schienen blinkten in der Morgensonne. Plötzlich erinnerte ich mich daran, dass ich gar keine Fahrkarte hatte. Ohne Fahrkarte, hatte damals Großvater gesagt, kannst du nirgends hinfahren. Hattest du auch Fahrkarten gekauft, als wir von zu Hause weggefahren waren? Aus Balzer, meine ich. Damals war das eine ganz andere Sache. Damals ging's Hals über Kopf. Wer dachte schon an Fahrkarten? Ich holte meinen Geldbeutel aus der Schultasche und ging ins Bahnhofsgebäude. Was mir als Geldbörse diente, war Großvaters Tabaksbeutel, der nach seinem Tode zwecklos herumgelegen hatte. Darin waren meine Ersparnisse von 3 Jahren aufbewahrt. Ich hatte mir nämlich ein Fahrrad kaufen wollen und darum alle Münzen, die mir von Großvater und Großmutter zu Feier und Geburtstagen für Konfekt oder sonst was geschenkt worden waren, gespart. Als dann Opa gestorben war, kam mir der Tabaksbeutel sehr, sehr zu Pass. Er ließ sich oben schön zuschnüren, so dass nicht eine Münze herausfiel. Im Wartesaal befanden sich nur wenige Fahrgäste. Ich trat an den Schalter der Fahrkartenausgabe, kramte aus dem Tabaksbeutel die 1-Rubel-Scheine und das Kleingeld heraus und legte alles, ohne es gezählt zu haben, der Kassiererin auf den Tisch. Nach Kasan, sagte ich, wie ich es von anderen gehört hatte. Die Frau zählte das Geld und begann dabei zu niesen. Ты что куришь, что ли? Fragte sie mich mit verärgerter Miene, zog ein Taschentüchlein aus dem Ärmel ihrer Bluse und hielt es sich unter die Nase. Das Wort kurisch, rauchen, hatte ich sofort verstanden. Es heißt rauchen. Warum fragte sie, ob ich rauche? Wie konnte ich ihr sowas einfallen? Aber gleich darauf spürte ich schon selbst den starken Tabakgeruch, der aus dem Beutelchen kam. Ja, нет, дедушка da, sagte ich zur Kassiererin. Ich nicht, aber der Großvater. Все, деньги табаком провоняли. Das Geld raucht nach Tabak. Das Geld stinkt nach Tabak, bedeutet das. Sie hatte schon recht, die Frau, dachte ich. Wenn das Beutelchen nach Tabak stank, musste wohl auch das Geld danach stinken. Куда, куда тебе? Fragte sie nun ganz verwundert. В Казань, говоришь. Wohin willst du hin? Nach Kasan. Ich nickte eifrig mit dem Kopf. Kasan, Kasan. Sie schob mir das Geld wütend zurück. Es reichte gerade bis Novosibirsk, meinte sie. Novosibirsk, Novosibirsk, sagte ich wieder voller Eifer. Давай, билет. Mir war es schon egal, mit welchem Zug und bis wohin ich fuhr, Hauptsache in Richtung Westen. Die Frau warf mir einen misstrauischen Blick zu, schob sich das Geld wieder zu, zählte die erforderliche Summe ab und gab mir mit der Fahrkarte auch noch Kleingeld zurück. Der Zug war noch nicht da. Ich ging in den Wartesaal und setzte mich auf eine Bank. Mir gegenüber saß ein Mann mit roter Kartoffelnase und mampfte aus seiner Reisetasche Brot und Zwiebeln. Antoschka glotzte ihm ungeniert in den Mund. Ich spürte auch, dass mir der Magen schief hing und machte mich an meine Schultasche zu schaffen. Antoschka wedelte erwartungsvoll mit dem Schwanz. Im Lautsprecher fing etwas an zu knacken. Dann wurde etwas gemeldet, ich konnte kein Wort verstehen. Lauter Knistern und Krächzen. Ich sprang auf, denn ich wollte um keinen Preis den Zug verpassen, zumal ich schon eine Fahrkarte in der Tasche hatte. Der Mann mit der Kartoffelnase meinte aber, es hätte keine Eile, der Zug wäre erst von der Nachbarstation abgefahren. Mein Wagen war der letzte, ganz hinten am Ende des Zuges. Vor dem Einsteigen nahm ich von Antoschka Abschied. Es hilft nichts, sagte ich, jetzt müssen wir uns trennen.
Der Hund schien das geahnt zu haben. Er sprang an mir hoch und winselte. Ich hob ihn mit beiden Händen wie einen Hosenmatz in die Höhe, drückte ihn fest an die Brust und setzte ihn wieder auf den Bahnsteig. Dann winkte ich ihm noch einmal zum Abschied zu und sprang auf das Trittbrett. Der Zug setzte sich in Bewegung. Antoschka lief noch eine ganze Weile nebenher. Als jedoch die Geschwindigkeit des Zuges zunahm, blieb er immer weiter zurück. Ich eilte durch den engen Gang zum Wagenende zurück. Nun stand ich windfern und blickte durch die Hintertür. Antoschka sprang ins Gleisbett und hoppelte noch lange über die teerdurchtränkten Schwellen. Er rannte aus Leibeskräften, um nicht zurückzubleiben. Doch der Abstand zwischen uns wurde immer größer und schließlich war in der Ferne auf dem Bahnkörper nur noch ein schwarzer Punkt zu sehen. Oh, Antoschka, du bist ein echter Freund. Ich spürte, wie mir die Augen nass wurden, die Gleise, die Bahnschwellen, die alten Bretterschuppen an der Bahn und die Pappeln daneben, alles bloß zu einem undeutlichen Fleck zusammen. Im selben Augenblick tauchte vor meinen inneren Auge ein anderes Bild auf. Ich stand gerade mit meiner selbst gebastelten Angelrute am Ufer der Bija, als ich in der Nähe am Wasser ein Plätschern und leises Winseln hörte. Ich sah auf. In den Wellen ganz nah am Ufer zappelte ein junger Hund. Offenbar hatte ihn jemand ertränken wollen, ohne ihm einen Stein an den Hals gebunden zu haben. Oder der Strick war gerissen. Wie dem auch sein mochte, das Hündchen schwamm und planschte nun in den Wellen herum. Ich holte es heraus, trocknete ihm mit dem Hemd das Fell, ließ das Tierchen dann auf den heißen Sand nieder, damit es sich wärmen konnte, denn es zitterte am ganzen Leibe. Dann nahm ich es mit nach Hause, setzte ihm ein Schüsselchen Magermilch vor und sah neugierig zu, wie es so komisch schlappte. Der Hund wuchs sehr schnell heran und wurde zu meinem ständigen Begleiter. Einmal hat er mir sogar das Leben gerettet. Das war, als Großvater als Pferdepfleger im Kolchos arbeitete und mich im Sommer oft mit auf die Weide nahm. In der Herde gab's ein störrisches Pferd, das mir Großvater niemals anvertraute. Nur er allein wusste, mit ihm umzugehen. Es war ein sehr schnelles, aber auch sehr eigensinniges Pferd. Bleib von ihm weg, warnte der Großvater. Es kann dich abwerfen. Ich wollte das aber nicht so recht glauben und blieb sehr neugierig. Eines Tages war mein Großvater unter einer schattigen Birke eingedöst, das Pferd aber stand mit Zügel und Sattel etwas abseits. So schlich ich mich zu ihm heran, löste den Zügel, arbeitete mich auf den Sattel hinauf und ritt in die Steppe. Antoschka begleitete mich munter kläffend. Nach kurzem Anlauf ging das Pferd gleich zum gestreckten Galopp über. Der Wind sauste mir um die Ohren und wühlte im aufgeknöpften Hemd herum. Ich fühlte mich im siebenten Himmel. Plötzlich hielt das Pferd eher inne, ließ sich blitzartig auf die Knie fallen und ich flog kopfüber zu Boden. Noch ehe ich auf die Erde gefallen war, drehte sich das Pferd flugs um und schlug aus. Als ich dann zu mir kam und aufstehen wollte, spürte ich heftige Schmerzen am Schienbein. Ich krempelte das Hosenbein hoch und erschrak. Aus einer Wunde unter dem Knie floss in scharlachrotem Strömen Blut. In der Mitte lugte der freigelegte Knochen hervor. Ich geriet in Verzweiflung. Was tun? Schreien half nichts. Großvater hätte mich nicht hören können, denn ich war zu weit weggerieten. Aufstehen konnte ich auch nicht, und das Blut rann und rann. Antoschka lief um mich herum und winselte. Offenbar wollte er mir auf diese Weise sein Mitleid bekunden, doch plötzlich machte er kehrt und lief bellend davon. Ich verlor alle Hoffnung. Wie konntest du mich verlassen, Antoschka? Ich spürte, wie mir das Blut aus dem Gesicht wich und verlor die Besinnung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich zu Hause im Bett. Das hatte ich Antoschka zu verdanken. Der Großvater wich tagelang nicht von meiner Seite. Offensichtlich hatte er das Gefühl, ich lastete ihm eine Schuld an. Als ich wieder auf den Beinen war, sagte der Großvater mit Erleichterung in der Stimme: Jetzt bist du wieder gesund, aber die Schramme wird bleiben. Nun, man sieht sie nicht. Es hätte schlimmer ausgehen können.
Solch eine Schramme habe ich auch, aber nicht am Schienbein, sondern über dem Schulterblatt. Bist du auch vom Pferd gefallen? Fragte ich neugierig. Nein, das habe ich noch vom Bürgerkrieg. Du warst im Bürgerkrieg verwundet? Ich staunte nicht wenig, denn Großvater hatte vorher niemals etwas davon erzählt. Er war überhaupt sehr bescheiden. Und warum warst du jetzt nicht an der Front? Fragte ich. Er lächelte bitter. Ich habe ausgedient, mein Junge. Es ist schon an der Zeit, dass ich mich in die Erde lege. Er sah tatsächlich schwach und gebrechlich aus. Ich bohrte aber weiter. War Vater denn an der Front? Wurde er auch verwundet? Nein, sagte er müde, dein Vater war nicht an der Front. Er ist in der Trud Armia. Das ist auch eine Front. Aber warum? Unterbrach ich ihn. Alle Männer waren doch an der Front. Ist Vater ein Feigling? Das verstehst du noch nicht, Sander. Du bist noch zu klein. Komm, wir schreiben lieber einen Brief an deinen Vater, damit er weiß, dass alles zugeheilt ist. Getöse und laute Stimmen rüttelten mich aus dem Schlaf. Der Zug hielt. Im engen Korridor drängten sich Fahrgäste mit schweren Koffern und Bündeln. Offenbar waren wir an einer Station angelangt. Ich lag auf der oberen Liege und drückte die Nase gegen die trübe Fensterscheibe. Draußen dämmerte es schon. Station Barnaul, meldete mit heller Stimme die Schaffnerin, 20 Minuten Aufenthalt. 20 Minuten ist nicht wenig, überlegte ich. Ich gehe mal raus und vertrete mir die Beine. Gesagt, getan. Ich hängte mir die Schultasche über die Schulter, zwängte mich zum Ausgang und sprang vom Trittbrett. Auf dem Bahnsteig hasteten schwer beladene Fahrgäste hin und her. Ein altes Mütterchen kam mit einem riesigen Koffer dahergetrippelt. Sie erinnerte mich an eine Ameise, die einen Span vor sich herschiebt. Ich lief ihr entgegen, fasste den Koffergriff, um ihr zu helfen. Sie warf mir jedoch einen vernichtenden Blick zu und begann zu krakeln. Verschwinde, du Lausebännel, eure Kniffe kenne ich schon. Rotznasen, vermaledeite. Bestürzt wich ich zurück und konnte nicht verstehen, warum mich die Frau so grob angeschaut hatte, wo ich doch mein Bestes tun wollte. Im selben Augenblick packte mich jemand am Arm und zerrte mich über das Gleisbett. Komm, komm schneller, drängelte ein mir völlig unbekannter Junge in einer zerrissenen Jacke. Die Miliz ist uns auf der Spur. Während wir liefen, warf er ab und zu scheue Blicke zurück. Seine Angst übertrug sich auch auf mich. Er lockte mich in dichtes Gestrüpp, das an einem Bahnschuppen wuchs, und zwang mich in die Hocke. Wir keuchten beide wie überheizte Lokomotiven. Als wir wieder zu Atem kamen, sagte der Junge, wenn die uns erwischen, landen wir mit Pauken und Trompeten in der Besserungsanstalt. Dort machen sie uns die Hölle heiß. Nach einer Weile erhob sich der Junge und spähte vorsichtig durch die Zweige. Gott sei Dank, sagte er mit sichtbarer Erleichterung. Ich glaube, die Streife ist vorbei. Nun fiel sein Blick auf meine Umhängetasche. Was hast du da? Fragte er neugierig. Brot, sagte ich und schickte mich an, die Tasche aufzuknöpfen. Doch ich kam nicht dazu. Der Junge riss sie mir aus den Händen und holte das Brot heraus. Ich habe Hunger, komm, wir essen es. Ich ließ alles geschehen, denn mir war alles selbst flau im Magen, hatte ich doch den ganzen Tag nichts gegessen. Der Junge brach das Brotstück durch und reichte mir eine Hälfte. Wir aßen schweigend. Ich sah meinem neuen Bekannten von der Seite zu. An den Ärmeln seiner speckigen Jacke hingen Fransen. Seine Nasenwurzel war über und über mit Sommersprossen gesprenkelt. Unter seiner ebenso spiegigen Mütze mit eingeknicktem Schirm lugte in rötlichen Strähnen verfilztes Haar hervor. An seinen hohlen Wangen bildeten sich runde Erhebungen, die sich wie bei einem Kaninchen hin und her wälzten. Im Handumdrehen hatte er sein Brot bis auf den letzten Krümel verzehrt. Es schmeckt nach mehr, meinte er. Hast du nicht auch ein bisschen Zaster bei dir? Ich sah ihn verständnislos an. Was wollte er von mir? Er musste wohl verstanden haben, dass mir sein Wortschatz Schwierigkeiten bereitet, und erläuterte. Geld meine ich, Kopeken. Dort am Bahnhof werden Stullen verkauft. Ich könnte mal hinlaufen. Meine Hand schlüpfte wie unwillkürlich in die Schultasche und hielt plötzlich inne. Aber der Zug, ich muss doch weiterfahren. Mach dir keine Sorgen, ich mag das ruckzuck.
Er riss mir den Tabaksbeutel aus der Hand und schwirrte ab. Nach wenigen Minuten kam er wieder zurück. Komm, wir tauschen unsere Jacken, damit ich nicht so auffalle, sagte er, seine schmutzigen Lumpen abstreifend. Im Handumdrehen zerrte er mir die Jacke vom Leibe, nahm mir die Mütze vom Kopf und weg war er. Eine ganze Weile warte ich auf die Rückkehr meines neuen Bekannten, aber er kam und kam nicht. Ich zog die zerfranzte Jacke an und trat aus dem Gebüsch. Der Zug stand noch auf dem zweiten Gleis, aber die Lokomotive schickte sich schon an, abzufahren. Sie stieß ein schrilles Pfeifen aus und zischte. Ich preschte zur Bahn. In diesem Augenblick sah ich voller Entsetzen, wie auf dem ersten Gleis ein Tankzug mit lauter Kesselwagen dahergerast kam. Und die Wagen wollten kein Ende nehmen. Plötzlich fiel mir auch noch ein, dass meine Fahrkarte in der Jacke steckte, die der hungrige Junge mitgenommen hatte. Ich sah mich immer wieder um, in der Hoffnung, die hagere Gestalt meines neuen Bekannten doch noch irgendwo zu erblicken, alles vergebens. Als der letzte Kesselwagen an mir vorbei gerattert war und die Sicht auf das zweite Bahngleis freigab, erstarrte ich. Mein Zug entfernte sich und winkte mir mit einer schwarzen Rauchfahne. Mit einmal überkam mich ein nie geahntes Gefühl von Verlassenheit und Verzweiflung. Ich verkroch mich hinter einem Zeitungsstand und nahm die Hände vors Gesicht. Nun war es mir doch zu viel geworden. Das Tränenkrügel floss über. Ich musste weinen. Als ich dann den Blick hob, um die Tränen aus den Augen zwischen sah ich vor mir ein paar unmäßig große Stiefel. Ein großer Mann in Soldatenuniform beugte sich zu mir herab und sah mir durchdringend in die Augen. Ich hätte vor Scham im Erdboden versinken mögen. Der Mann steht vielleicht schon eine ganze Weile vor dir, dachte ich, und du benimmst dich wie die letzte Heultrine. Es war mir doch gar nicht um die neue Jacke schade, auch nicht um die Fahrkarte. Ich konnte letzten Endes mit einem Güterzug fahren. Es musste nur immer in die gleiche Richtung gehen. Nach Kasan würde ich sowieso kommen. Ich konnte mich durchfragen, wenn ich mich verfahren sollte. Mir tat es nur um den Jungen leid, der mir die Jacke weggenommen hatte. Diebstahl ist die schlimmste Krankheit, hatte Vater gesagt. Sollte der Junge wirklich von einer so bösen Krankheit befallen sein? Wer bist du eigentlich? In der Stimme des Soldaten klang Mitleid mit. Komm mal näher ans Licht. Er führte mich unter eine Laterne und drängte weiter. Erzähl mal, wie du hierher gekommen bist. Ich sah ihn schüchtern an. In seinen Augen glomm etwas Vertrautes auf. Ähnliches hatte ich nur bei meinem Vater gesehen. Ich wusste selbst nicht warum, aber ich fasste zu diesem Menschen Vertrauen und schloss mich ihm auf. So gut es ging, stotterte ich ihm vor, was sich mit mir ereignet hatte. Nachdem sich der Mann meine Beichte eingehört hatte, sagte er nachdenklich, so, aus Gräsnucha kommst du, mein Landsmann, wärst du also. Wieso kenne ich dich nicht? Ich kenne doch jeden Hof dort. Oder bist du einer von den Zugereisten, ein Spätpereselenetz? Ich nickte schweigend. Warum bleibst du denn nicht zu Hause, in drei Teufelsnamen? Es folgte noch eine ganze Tirade unflätiger Flüche, die ich nie im Leben gehört hatte. Ihr dürft doch nicht wegfahren, das ist verboten. Verstehst du das, du Grünschnabel? Ich will zu Vater, sagte ich leise. Zu Vater, äffte er mich nach und spuckte aus. Hast noch Rotz auf der Backe, gleich an der ersten Station haben sie dir das Fell über die Ohren gezogen. Wo willst du hin mit diesen Lumpen auf dem Leibe? Die erwischen dich an der nächsten Station als einen Verwahrlosen. Ich will zu Vater, wiederholte ich hartnäckig. Dem Riesen blieb die Spucke weg. Meine Hartnäckigkeit mochte ihn derart überrascht haben, dass sein Zorn nicht mehr aufkam. Komm, sagte er mit Härte in der Stimme. Ich erschrak. Mein Herz fing an, gewaltig zu klopfen. Ich schüttelte nach allen Seiten und suchte nach einer Gelegenheit, Reißaus zu nehmen. Komm, wiederholte er und fasste mich bei der Hand. Bis Novosibirsk fahren wir zusammen. Von dort sieh zu, wie du allein weiterkommst. Er lotzte mich ins Bahnhofsgebäude und kaufte zwei Fahrkarten, eine für sich und eine Kinderkarte für mich. Wie heißt du übrigens? Fragte er mit einem Mal unvermittelt. Sascha, mich kannst du Dядя Семён nennen. Die ganze Nacht schlief ich wie ein Murmeltier auf der oberen Liege. Am Morgen rüttelte mich jemand am Ellbogen Дядя Семёns
Hünengestalt ragte bis zur Decke hinauf. Er blinzelte mir entmutigend zu. Ich steige jetzt aus, sagte er, und du bleibst am besten hier oben liegen. Du darfst dich aber nicht sehen lassen. Dann nahm er meine Schultasche und legte mir ein beträchtliches Stück Brot und etwas Käse hinein. Wenn du sparsam bist, dann reicht dir das bis nach Kasan, fügte er hinzu und hängte sich seinen Rucksack über die Schulter. Ich wollte mich bedanken, wollte ihm etwas Angenehmes zum Abschied sagen, aber meine Lippen waren wie gelähmt und ich brachte kein Wort hervor. Ich musste wohl einen elenden Eindruck gemacht haben, denn der Semyon zwinkerte mir noch einmal ermutigend zu und sagte: Halt die Ohren steif, Junge, und mach keine Faxen mehr. Vor dem Weggehen wandte er sich noch einmal um und sagte zu dem glatzköpfigen Mann, der unten auf der Bank neben dem Tischchen saß: Der Junge hat eine Fahrkarte bis Kasan. Passen Sie doch bitte auf, dass er nicht von einer Streife geschnappt wird. Der Glatzkopf nickte so eifrig mit dem Kopf, dass ihm die Brille von der Nase rutschte, warf aber gleich darauf einen misstrauischen Blick zu mir herauf und rückte für alle Fälle sein Bündel näher an sich heran. Der Zug blieb mit einem Ruck stehen. Ich blickte durchs Fenster. Von einem Neubau stand ein Kran auf den Schienen. An seinem Arm schwebte eine schwere Last mit Ziegelsteinen. Solche Steine müsste ich haben, überlegte ich. Ich wollte schon lange für Antoschka ein Hundehaus bauen. Wo mochte er jetzt stecken? Ob er den Weg nach Hause gefunden hatte? Warum auch nicht? Er war doch ein kluger Hund und bestimmt schon längst zu Hause. Er würde sich aber einsam und verlassen vorkommen. Ich hatte ihn verraten. Verzeih mir, Antoschka. Es musste sein. Ich komme bald wieder zurück. Zusammen mit dem Vater komme ich zurück. Inzwischen kommt auch die Mutter aus Krasnojarsk, dann werden wir alle wieder zusammen sein. Vielleicht ziehen wir dann auch wieder nach Balzer zurück. Im Wagen hatten sich neue Fahrgäste eingefunden. Auch in unserem Abteil wurde es lebhaft. Die Sitzdeckel klappten. Koffer und Säcke wurden unter die Bänke geschoben. Der bebrillte Glatzkopf wurde in die Ecke gedrängt und musste sein Bündel auf den Schoß nehmen. Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Ein schrilles Pfeifen ertönte und draußen vor dem Fenster zog eine schwarze Rauchfahne vorbei. Als sich der Rauch verzogen hatte, wechselten Holzhäuser mit schwarzen Dächern, hohe Pappeln und wirres Buschwerk einander ab. Dann tauchte der Zug in eine weite, eintönige Steppe ein. Ich legte mir die Schultasche unter den Kopf und schlummerte ein. Jähes Bremsen rüttelte mich aus dem Schlaf. Ich richtete mich halb auf und blickte hinunter. Die unteren Liegebänke waren leer, also hatte ich lange geschlafen. Offensichtlich mussten die Leute alle an dieser Station ausgestiegen sein oder auch schon früher. Ich hätte nun gern gewusst, an welcher Station wir eingetroffen waren. Das Bahnhofsgebäude mit dem Schild über der Tür lag weiter vorne und es fiel mir schwer, die Aufschrift darauf durch das trübe Fensterglas zu entziffern. Tatarsk buchstabierte ich, nachdem ich all meine Sehkraft angespannt hatte. Das ist noch einer, hörte ich plötzlich eine raue Stimme von unten und im selben Augenblick klammerte sich eine kräftige Hand um meinen Fuß und zerrte mich derb von der Liegebank. Unten wurde ich von beiden Seiten untergefasst und aus dem Wagen geführt. Ich konnte lange nicht begreifen, was eigentlich vor sich ging. Alle meine Proteste blieben erfolglos. Erst als ich auf dem Bahnsteig einen dürftig gekleideten Jungen gewahrte, der gleichfalls von der Miliz irgendwo hingeführt wurde, erinnerte ich mich an die Worte des Burschen, der meine neue Jacke hatte mitgehen lassen. Wenn die uns ertappt, landen wir mit Pauken und Trompeten in einer Besserungsanstalt. Dort machen sie uns die Hölle heiß. In dem kleinen Zimmer der Bahnhofsmiliz, wohin man mich gebracht hatte, saß ein wohlbeleibter Mann in Uniform hinter einem Schreibtisch und fühlte in seinen Papieren herum. Er warf mir nur einen flüchtigen Blick zu und vertiefte sich gleich wieder in seinen Papierkram. Untersteh dich, durchzubrennen, drohte einer meiner Begleiter, und beide verließen das Zimmer. Ich stand eine ganze Weile vor der Tür und wartete. Dann erinnerte ich mich an meinen Zug und wurde unruhig. Mein Zug fortfahren, begann ich auf Russisch zu redebrechen. Fahrkarte habe ich. Der Milizionär zog seine buschigen Brauen zusammen. Komm mal näher, befahl er mit metallender Stimme. Was für eine Fahrkarte denn? Wohin fahren?
Aus ist's jetzt mit deinem Vagabundeleben verstanden, Name Sander, stammelte ich. Was? Nach dem Familiennamen, frage ich. Walter. Der Mann hinter dem Tisch blieb den Mund offen stehen. Seine Brauen zogen sich auf der Nasenwurzel zusammen. Du bist zu all dem noch ein Deutscher, brachte er endlich gedehnt hervor. Ich nickte schweigend und ließ den Blick zu Boden sinken. Er kam hinter dem Tisch hervor, ging um mich herum und sah mich von allen Seiten neugierig an. Ich fühlte mich wie ein Mäuschen, mit dem die Katze ihr Spiel treibt, wenn sie nicht allzu hungrig ist. Mit einem Mal packte er mich an der Schulter und riss mich so heftig herum, dass meine Lumpen krachten. Weißt du denn nicht, dass die Deutschen unter Kommandatur stehen, du Dussel, du Rotznäsiger, fauchte er mir ins Gesicht. Dann ließ er von mir ab, ging mit hastigen Schritten wieder hinter den Tisch, nahm den Federhalter und tunkte damit ins Tintenfass. Wotschto, sagte er entschlossen, vergiss deinen Namen. Solche Namen haben die Faschisten getragen. Ich bin kein Faschist, sagte ich trotzig. Ich weiß, unterbrach er mich schroff, aber alle werden mit dem Finger auf dich zeigen. Hoffentlich weißt du, dass die Deutschen alles angerichtet haben. Alle Deutschen sind verhasst. Wir geben dir einen anderen Namen und du bist alles los. Ich bin kein Faschist. Ich will zu meinem Vater. Der dicke Mann sprang wieder vom Stuhl auf, stemmte die Hände auf die Tischlampe und grölte. Wo ist dein Vater zum Teufel nochmal? In der Trudarmee, sagte ich leise. Trudarmee, wiederholte er spöttisch. Einen Dreck wirst du ihn finden in der Trudarmee. Die ist groß, die Trudarmee. Kannst du mir genauer sagen, wo er jetzt ist? Ich muss nach Kasein fahren, dort finde ich ihn schon. Der Milizionär schwieg eine Weile. Also willst du deinen deutschen Namen behalten? Überleg dir es gut, du wirst es bereuen. Ich versuchte mir alles zu überlegen. Ich stellte mir vor, ich wäre jetzt kein Weilert mehr und auch kein Sander vielleicht. Ich hätte mit einem Mal einen anderen Namen. Dann würde ich zu Vater kommen und würde ihm sagen, ich heiße so und so, und der Vater würde mich fragen, bist du nicht mehr mein Sohn, Sander? Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich schüttelte entschieden den Kopf. Ich will Sander Weilert heißen, sagte ich fest, nicht anders. Ja, sagte der Milizionär nach kurzem Schweigen, ich sehe, du bist schon ein ganzer Mann, sollst dabei bleiben. Er kam wieder um den Tisch herum und ging zur Tür. Komm, sagte er scharf, wir gingen durch den Wartesaal. Er schritt vorne weg und sah sich nicht einmal um. Du musst durchbrennen, hämmerte es in meinen Schläfen. Ich war nur ein paar Schritte von den Ausgangstür entfernt, aber irgendetwas hielt mich zurück und ich folgte dem Mann mit den breiten Schultern. Der Bahnhofsvorsteher, in dessen Arbeitszimmer wir traten, warf mir über seine Brillengläser hinweg einen geringschätzigen Blick zu. Iwan Nikiforowitsch, begann der Milizionär, können Sie diesen Schmutzfink nicht irgendwo in einem Zug unterbringen? Er muss nach Kasein. Das verhutzelte Männlein musterte mich jetzt von Kopf bis Fuß und sagte, ich könnte ihm einen Auftrag geben, aber es ist ja wenig Verlass auf solche Schlingel, die reißen aus und fort sind sie. Dieser tut es nicht, versicherte der Milizionär. Da wird gerade auf einem Flachwagen eine Tierschau nach Moskau transportiert. Die brauchen einen Tierwärter. Gehilfen. Er wandte sich dann an mich und fragte, hast du schon mal einen Löwen oder einen Tiger gesehen? Kannst du sie füttern und tränken oder machst du dir gleich die Hose voll? Der Schafs, antwortete für mich der Milizionär, die Biester stecken ja in Käfigen. Der Zug schüttelte und rüttelte und der Weg schien endlos. Anfänglich waren wir nur mühsam vorangekommen. Wir hielten stundenlang an den Stationen und nicht nur an Stationen, sondern auch einfach irgendwo in der Steppe, wo ringsherum weder Haus noch Hof zu sehen waren. Jetzt aber zog die Lokomotive auf Teufel komm raus. An meinen neuen Reisegefährten hatte ich mich schon einigermaßen gewöhnt, nur vor den Löwen trat ich jedes Mal mit einem Angstschauder. Zum Glück stand sein Käfig ganz in der Ecke, so dass ich nicht jedes Mal an ihm vorbei zu gehen brauchte, wenn ich die Tiere tränkte. Viel Spaß machten mir die Affen, die ruhelos an den Eisenstäben herumkletterten und Grimassen schnitten. Am meisten gefiel mir jedoch das Füchslein. Es hatte schon so viel Vertrauen zu mir gefasst, dass es mir aus der Hand fraß. Es erinnerte mich wieder
An Antoschka, wenn es wie Antoschka am Gitter hochsprang, mit dem Schwanz wedelte und mir in die Augen blickte. Nun waren seine Augen irgendwie anders. Ab und zu schien darin etwas Hinterlistiges und Argwöhnisches aufzublitzen. Ich hatte mich gerade in den Bretterverschlag zurückgezogen, um auf meinem Strohlager ein Nickerchen zu machen, als die Geschwindigkeit des Zuges unerwartet nachließ. Die Räder stießen immer langsamer auf die Schienen und schließlich blieb der Zug mit einem Ruck stehen. Der Löwe wurde in seiner Ecke unruhig. Er lief erregt umher und murrte grimmig. Das tat er jedes Mal, wenn der Zug anhielt. Offenbar hing ihm die lange Fahrt auch schon zum Halse heraus. Wir hielten an einer kleinen Station. Nach einer kurzen Weile kam mein Chef mit breitrandigem Strohhut und gestreifter Jacke. Sieh zu, dass Sie nicht ohne Wasser bleiben, sagte er und verschwand wieder, so unerwartet, wie er aufgetaucht war. Das Wasser für die Tiere besorgte ich an den Stationen selbst. Ich öffnete den Deckel des Wasserbehälters und blickte hinein. Es war nicht mehr viel drin. Nach meinen Berechnungen jedoch hätte es bis morgen ausgereicht. Ich erinnerte mich an das Sprichwort, was du heute kannst, besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, und beschloss, Wasser holen zu gehen. Sowieso wird der Zug wieder eine ganze Ewigkeit halten, dachte ich und ging mit zwei Blecheimern über den Bahnsteig zum Wasserturm. Es dämmerte schon. Im Osten zog sich am Himmel eine schwarze Dunstschicht zusammen. Es begann zu nieseln. Am Wasserhahn hatte sich schon ein ganzer Haufen Fahrgäste angesammelt. Alle drängten sich nach vorn, um ihre Gefäße unter den dünnen Wasserstrahl zu halten. Und das Wasser schien immer träger zu laufen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich an die Reihe kam. Kaum hatte ich meinen Eimer unter den Hahn gestellt, vernahm ich einen lauten Pfiff und das Fauchen einer Lokomotive. Sollte das unser Zug sein, schoss es mir durch den Kopf. Das kann doch nicht möglich sein. Ich drehte mich um und traute meinen Augen nicht. Der Zug war schon ins Rollen gekommen. Wie von einer Tarantel gestochen, packte ich die leeren Eimer und preschte zurück. Doch es war schon zu spät. Die Geschwindigkeit des Zuges nahm immer zu und nach wenigen Minuten lösten sich seine Umrisse im grauen Nebel auf. Völlig erschöpft und nach Atem ringend, hielt ich inne. Die Eimer fielen mir aus den Händen und prallten scheppernd und rumpelnd auf den Asphalt. Ich war ratlos und sank kraftlos in die Knie. Der Regen drang mir unter den Kragen und rieselte in dünnen Bächlein den Rücken hinunter. Ich fühlte mich elend und schwach. Ich hatte das Gefühl, mit einem Schlage all das verloren zu haben, was ich so mühsam erworben hatte. Mit einem Mal durchzuckte mich ja ein jäher Gedanke, der alles andere im Handumdrehen verdrängte. Mich konnte doch wieder eine Streife schnappen. Ich ließ die Eimer auf dem Bahnsteig liegen und flüchtete unter das Vordach eines Bretterschuppens. Hier fand ich auch Schutz vor dem Regen und konnte auf den Bahnkörper Ausschau halten. Ich wartete auf einen neuen Zug. Irgendwie musste ich doch weiterkommen, und wenn's auf einem Wagendach ist. In der Nacht ließ sich das immerhin leichter machen als am helllichten Tage. Wenn nur der Regen aufhören würde, ich kauerte mich in die Ecke und zog den Kopf zwischen die Schultern. Das eintönige Rauschen des Regens machte mich schläfrig. Ich musste tatsächlich eingeschlafen sein, denn ich schrak auf, als ich das Pfeifen einer Lokomotive hörte. Als ich endgültig zu mir kam und so recht begriff, was vor sich ging, war der Zug fauchend stehen geblieben. Ich schlich mich an ihn heran, ohne mir schon im Klaren darüber zu sein, was ich unternehmen wollte. In einen Personenwagen würde man mich nicht hineinlassen, das stand fest. Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen. Ich glitt an den Wagen vorbei und sah mich scheu mal nach hinten, mal nach vorn um. Fahrgäste waren kaum zu sehen. Der Bahnsteig lag leer. Nur ein einsamer Eisenbahnarbeiter ging von Wagen zu Wagen und klopfte mit seinem Hammer die Fahrgestelle ab. Die Hammerschläge klangen hell durch die Nacht. Vorn an der Lokomotive machte jemand die Tür des Tenders auf und ging gleich wieder zum Führerstand zurück. Mit einem Sprung war ich an der schwarzen Öffnung, schwang mich hinauf und verkroch mich in der dunkelsten Ecke. Nach einer Weile wurde die Schiebetür wieder zugezogen und der Zug rollte weiter.
Ich war sehr schläfrig, konnte aber dennoch nicht einschlafen. Mein Kohlenlager war hart und scharfkantig. Die Kohlen bohrten sich mir in die Rippen. Ich scharrte sie zur Seite und ließ nur den Kohlensand liegen. Weicher wurde es trotzdem nicht. Ich dachte nun an mein Bett zu Hause. Weich war es auch nicht, aber ich dachte immerhin einen Strohsack und eine Flickendecke. Wie lange schon hatte ich nicht ordentlich geschlafen, dachte ich. Und wie lange schon hatte ich nichts gegessen. Jacke und Hose waren feucht und klebten widerlich an der Haut. Der Magen knurrte mir und ich hatte keine blasse Ahnung, wann und wo ich etwas zu essen bekäme. Wer weiß, wie lange ich noch fahren musste. Ob ich Vater überhaupt finden würde. Was macht jetzt die Großmutter? Was machen Ella, Linda und Leo? Wie geht es Antoschka? Der Franz ist ja ein fleißiger Junge. Auf ihn ist Verlass. Jemand zerrte an die Tür. Ein heller Sonnenstrahl fiel durch den Spalt und beleuchtete mein kümmerliches Nachtlager. Ich sprang erschrocken auf und hielt den Atem vor die Augen. Himmel nochmal, sagte der Mann mit der Eisenbahnermütze verdattert. Wie kommt mir der leibhaftige Teufel in den Tender? Da ich immer noch unschlüssig dastand, brüllte er mit einem Mal los, raus, sonst dresche ich dich durch. Mit einem Sprung war ich auf dem Bahnsteig und huschte unter den Wagen. Ich war schon auf der anderen Seite des Zuges und hörte immer noch seine raue Stimme herüberschallen. Banditen, Verfluchte. Die Worte gingen aber gleich in lautes Gelächter über. Ich klopfte mir, so gut es ging, den Kohlenstaub von den Sachen und wischte mir mit der Innenseite meiner Mütze das verstaubte Gesicht ab. Kohle knirschte mir auf den Zähnen und kribbelte in der Nase. Ich hustete und spuckte. Dann lungerte ich noch lange zwischen den schönen Strähnen herum, hielt mich aber immer in der Nähe des Zuges auf, um seine Abfahrt nicht zu verpassen. Sobald die Lok zu zischen begann und der Zug anrückte, sprang ich auf einen Puffer und schwang mich auf das Wagendach hinauf. Anfänglich machte es mir Spaß, platt auf dem Bauch zu liegen und mir den Fahrwind um die Ohren sausen zu lassen. Später jedoch, als die Geschwindigkeit des Zuges zunahm, wurde es mir des Guten zu viel, so dass ich den Mützenschirm tief ins Gesicht zog und den Kopf mit beiden Armen umfasste. Das Schlimmste sollte mir aber noch bevorstehen. Der Zug tauchte in einen Tunnel und ich wurde urplötzlich von der Finsternis verschlungen. Es ratterte, knatterte und rumpelte von allen Seiten. Ich glaubte, meine Ohren würden es nicht mehr aushalten und der Kopf schien mir bersten zu wollen. Dann schlug mir dichter Rauch ins Gesicht. In schwarzen, stickigen Schwaden zog er über die Wagen hin und füllte den ganzen Tunnel aus. Ich rann nach Luft und war dem Ersticken nahe. Kasan, das Wort klang wie Musik in den Ohren. Nun stand ich auf dem Bahnsteig und wusste nicht, welche Richtung ich einschlagen sollte. Ringsherum wimmelte es von Menschen, man sang und spielte Harmonika. Ich wollte die Vorbeieilenden danach fragen, wo ich hier die Leute finden könne, die eine Eisenbahn bauen, aber die Stimme gehorchte mir nicht, meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich machte ein paar Schritte und spürte plötzlich, dass ich zu taumeln begann. Ich war ausgehungert und durstig. Wo man hier Wasser finden konnte, wusste ich schon, denn die Bahnhöfe waren ziemlich gleich. Ich schleppte mich über die Schienen stolpernd zum Bahnhofsgebäude. Dort sah ich einen Hydranten. Ich hielt den Mund unter den Wasserstrahl und trank. Dann ließ ich das Wasser auf den Kopf fließen und wusch mir das Gesicht. Der Schmutz floss mir in schwarzen Strömen von den Händen. Recht und schlecht trocknete ich mich mit dem Hemdzipfel ab und wollte weitergehen. Da erblickte ich neben mir eine schon bejahrte Frau, die mich neugierig beobachtete. Ich entschloss mich, sie anzureden. Können Sie mir sagen, begann ich zu kauderwelschen, wo hier Trud Armia? Trud Armia? Wozu brauchst du die Trud Armia? Mein Vater dort. Nein, mein Lieber, das kann ich dir nicht sagen. Da musst du zur Miliz gehen. Dann wies sie mit der Hand auf die zwei Koffer und das Bündel, die vor ihren Füßen standen, und sagte, hilf mir doch erst, meine Sachen zur Bushaltestelle zu tragen. Ich gebe dir auch was zu essen. Ich sehe ja, dass du hungrig bist.
Mit schwankenden Schritten schleppte ich das Gepäck bis zur Haltestelle. Dort holte die Frau einen Laib Brot aus dem Bündel und brach mir ein ordentliches Stück ab. Dann zog sie auch noch einen Fisch hervor, den ich aber zurückwies, weil mir das alles schon zu viel schien. Ich bedankte mich und suchte mir einen stillen Winkel, wo ich mich in aller Ruhe satt essen konnte. Das Brot war schwarz, aber noch frisch. Ich brach ein Stück ab und begann hastig zu kauen. Wo ich das Brot anfasste, blieben auf der teigigen Masse meine feinen Abdrücke zurück. Das grobe Brot zerging mir wie Zuckerwerk auf der Zunge. Es schmeckte süß, wahrhaftig. Es schmeckte süß wie Honig. Hatte die Frau etwa Honig in den Teig gemengt, als sie das Brot gebacken hatte? Ich brach mir noch ein Stückchen ab. Das Übrige musste ich aufbewahren. Vielleicht würde es doch noch lange dauern, bis ich den Vater fand. Doch mit jedem Bissen wurde das Brot schmackhafter und süßer. Ich breche noch ein wenig ab, beschloss ich. Das sollte aber das letzte Stückchen sein. Den Rest müsste ich aufheben. Ich würgte den Brocken hinunter und meine Hand krallte sich unwillkürlich noch einmal in den Brotrest hinein. Nun aber Schluss. Das sollte doch wirklich das letzte gewesen sein. Schau mal, Fedka, da sitzt einer und mampft erstklassiges Brot. Ich hob den Blick und sah zwei Jungen vor mir stehen, die mit gierigen Augen auf meine Hände stierten. Willst du uns das Brot gleich geben, sagte der Lennere, oder sollen wir es dir mit Gewalt wegnehmen? Ohne eine Antwort abzuwarten, rissen sie mir den Brotrest aus der Hand und fielen darüber her. Wie heißt du eigentlich? Fragte wieder der Lanne. Ich nannte meinen Namen und versuchte ihm zu erklären, dass ich meinen Vater suche. Sieh mal einer an, hörte der Kleinere. Seinen Vater sucht er, so ein Schoßkind. Siehst gar nicht danach aus. Bald aber gewann ihre Neugier die Oberhand und sie begannen mich mit Fragen zu bestürmen. Ich weiß, wo so ein Lager ist, geriet der Lanne in Eifer. Du fährst ans andere Ufer der Wolga. Dort habe ich eine Zone gesehen und die bauen dort willkürlich eine Eisenbahn. Ich bedankte mich bei den Jungen, obwohl ich ihren Worten wenig Glauben schenkte. Sie kamen mir ein bisschen zu frech vor. Ich beschloss, dem Rat der guten Frau zu folgen und begab mich zum Milizrevier. Ich fand die Tür mit der Aufschrift Miliz und klopfte an. Im Zimmer ging ein großer Mann auf und ab, der sehr aufgeregt zu sein schien. Offenbar hatte er mit jemandem Ärger gehabt. Mein Anliegen hörte er sich mit verschlossener Miene an. Und als ich mit meinem Stottern zu Ende war, winkte er mich mit dem Finger zu sich. Ich trat näher. Er holte aus und versetzte mir mit seiner riesig großen Hand solch eine Maulschell, dass ich in die hinterste Ecke flog. Ich glaubte, die Engel singen zu hören. Raus, wetterte er, raus, sonst schlag ich dich kurz und klein. Auch wegen euch, Lumpengesindel, soll mir noch die Galle überlaufen. Ich rappelte mich mühselig auf und preschte, die Hand aufs linke Ohr gepresst, zur Tür hinaus. Die Jungen hatten recht, den Besuch beim Milizrevier hätte ich mir sparen können. Hier am rechten Ufer der Wolga, erklärte mir gleich der erste Mann, dem ich begegnete, dass sich in der Nähe des Bahnhofs eine Lagerzone befände. Was willst du eigentlich dort? Fragte er mich mit sichtlicher Verwunderung. Zu Vater, sagte ich ziemlich kühl, denn ich war es schon über, immer wieder die gleiche Frage beantworten zu müssen. Der Mann grinste. Wer braucht schon solch einen Schmutzfink? Diese Worte klangen mir noch lange in den Ohren. Ich wurde mir mit einem Mal selbst zum Ekel. Ich besah mir meine Hände. Sie waren schmutzverschmiert. Mein Gesicht konnte auch nicht besser aussehen. Meine speckigen Lumpen hätte ich am liebsten abgeworfen. Sie widerten mich einfach an. Plötzlich geschah etwas, was mich alles vergessen ließ. Ich stieß ganz unerwartet auf einen Stacheldrahtzaun und hörte dahinter einige Menschen Deutsch reden. Mein Herz begann wild zu toben. Es schien mir aus dem Halse springen zu wollen. Ich hätte am liebsten aus Leibeskräften aufgeschrien: Papa, wo bist du? Endlich, endlich habe ich dich gefunden. Endlich sind wir alle Widerwärtigkeiten, die ich ertragen musste, vorbei. Wo bist du, Vater? Ich spürte sogar wieder einen Taumel. Die Beine versagten mir den Dienst, aber ich jubelte, ich war am Ziel meiner Reise.
Als ich mich dem Eingang zum Lager näherte, kamen die Leute gerade von der Arbeit zurück. »Na, was kommt denn da für ein Dreckferkel an?« sagte ein alter Mann mit Stoppelbart zu seinem jüngeren Gesprächspartner. »Ich hätte mich eigentlich ärgern sollen, solch eine Beleidigung, aber die Worte klangen so vertraut, so heimisch, dass ich diese Beleidigung gern einsteckte. Im Gegenteil, ich lächelte den Männern zu und wünschte mir nur eins, mögen sie doch sprechen, ganz gleich was und worüber. »Stötte Benado?« fragte mich der Stoppelbärtige. »Ich will zu meinem Vater«, sagte ich und lächelte wieder. Beide sahen mich bestürzt an. »Wer ist denn dein Vater?« »Der Schulmeister Sander«, sagte ich, wie ich es zu Hause so oft gehört hatte. »Der Schulmeister?« wiederholte der Mann. »Eduard, lauf doch mal hortig in die Baracke daneben, der muss schon zurückgekommen sein.« Es vergingen nur ein paar Minuten, ehe der Bursche mit einem rothaarigen Mann zurückkehrte, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit meinem Vater hatte. »Hör mal, Sander«, sagte der Alte, »warum lässt du den Sohn so verzollt rumlaufen?« Der Rothaarige machte ein langes Gesicht. »Mein Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Eine Tochter habe ich, aber die ist in Kasachstan.« »Jetzt guck mal, der willst abstreiten. Wer weiß, wie viele Kinder du schon überall hast in die Welt gesetzt.« Der Alte lachte gutmütig. Ich starrte den fremden Mann an und konnte nicht gleich dahinter kommen, dass ich mich in meiner Eile verheddert hatte. Plötzlich ging mir ein Licht auf. »Schulmeister ist doch unser Beiname. So hatten uns alle zu Hause in Balze genannt, weil schon mein Urgroßvater Lehrer oder Schulmeister gewesen war, und dieser Name blieb dann an uns allen hängen. Na, warum schweigst du? Ist das dein Vater oder nicht?« »Nein«, sagte ich, »mein Vater heißt Alexander Weilert.« Alle drei sahen mich verständnislos an. »Willst du uns zum Narren halten, du Rotznase?« Der Stoppelbart fasste mich am Ärmel, dass meine Lumpen krachten. »Sag endlich, wie du dich schreibst, Schulmeister, Weilert oder wie noch?« »Lasst doch das Kerlchen in Ruhe«, sagte der Bursche. »Ich denke, das ist so hungrig, dass es seinen Namen vergessen hat. Ich schreibe mich Weilert, aber zu Hause haben sie uns Schulmeister genannt.« »Wo zu Hause? In Balzer.« »In Balzer warst du vielleicht früher mal. Woher kommst du jetzt?« »Vom Altai.« Wieder machten alle große Augen. »Ich denke, der Kerl hat's ne alle beisammen«, sagte der Rothaarige. »Komm, ich führe dich jetzt zum Weilert, und wenn du auch dort wieder solche Faxen machst, versohle ich dir den Hintern.« Der Stoppelbärtige führte mich zu einer entlegenen Baracke, öffnete die Tür und rief in den Raum hinein. »Weilert Sander!« »Was ist los?« war von drinnen eine Stimme zu hören. Ich zuckte zusammen. Das war Vaters Stimme. Ich konnte mich noch gut an sie erinnern. Nur etwas rauer war sie geworden. »Komm mal raus, da ist einer, komme zu dir.« In der Tür erschien ein hochgewachsener Mann mit wettergebräuntem Gesicht. Er sah ziemlich mager aus, die Wangen waren hohl, aber das war er, mein Vater. Daran konnte kein Zweifel bestehen. Er streifte mich nur mit flüchtigem Blick und wandte sich zu dem Stoppelbärtigen. »Wer fragt nach mir?« »Der Junge da sagt, er wäre dein Sohn.« »Wie sollte mein Sohn hierher kommen? Meine Kinder sind weit weg.« »Na, was sagst du jetzt?« ereiferte sich der Mann mit dem Stoppelbart. Ich brachte keinen Laut über die Lippen, etwas schnürte mir die Kehle zu. Er hat mich nicht erkannt. Bin ich wirklich schon so verwahrlos, dass man mich gar nicht erkennen kann, oder habe ich mich in den 4 Jahren so sehr geändert? Ich spürte, wie mir das Wasser in die Augen trat. Die Sache kam mir gleich drollig vor. Einmal nennt er sich Weilert, andermal Schulmeister. Bei diesen Worten sah mir Vater aufmerksam ins Gesicht. Kaum hörbar flüsterte ich Papa. Er fuhr zusammen, dann trat er ganz nah an mich heran, sah mir in die Augen. Etwas musste ihm wohl plötzlich in den Sinn gekommen sein. Er kauerte sich vor mir nieder und streifte mein Hosenbein hoch. Unter meiner Kniescheibe stach die weiße Schramme von der schmutzigen Haut ab. Nun fiel mir ein, dass ihm Großvater damals von dieser Narbe im Brief geschrieben hatte. »Sanderchen, das bist wohl wirklich du?« »Ja, Papa.« Inzwischen traten immer mehr Neugierige zu uns. Vater drückte mich mit beiden Händen an seine Brust und legte seine Wanne an mein wirres, verfilztes Haar. »Junge, Junge«, wiederholte er in einem Fort. »Wie bist du nur so ganz allein hierher gekommen?« »Macht schnell Wasser heiß«, ordnete der Mann mit dem Stoppelbart.
Der Junge muss gewaschen werden, der steckt ja voller Läuse. In solchem Schmutz halten es keine Läuse aus, witzelte jemand von den Hinzugekommenen. Ich wurde in die Baracke gelotst. Man streifte mir die Lumpen vom Leib, stellte mich in einen Kübel mit warmem Wasser und rubbelte mich mit Bastwisch und Seife von allen Seiten ab. Die Menschen standen um mich herum und betrachteten mich wie ein seltenes Tier. Man brachte mir ein frisches Hemd und eine Hose. Die Ärmel und die Hosenbeine mussten umgekrempelt werden, weil mir alles zu groß war. Nachher wurden allerlei Speisen zusammengetragen. Jeder brachte, was er auf die hohe Kante gelegt hatte. Alles wurde auf einen abgeschabten Holztisch gelegt. Ich wusste nicht, wonach ich zuerst greifen sollte. Mir flimmerte es vor den Augen. Schließlich nahm ich ein Stück Brot und muffelte wie ein Kaninchen. Ich war gerade erst richtig in Gang gekommen, als der Mann mit dem Stoppelbart aus der Menge hervortrat und ein großes Tuch über die Speisen breitete. Sander, sagte er, wenn du willst, dass dein Sohn am Leben bleibt, so gibst du ihm jetzt nichts mehr zu essen. Ich hätte beinahe aufgeheult. All meine Proteste halfen nichts, ich musste zu Bett gehen. Morgen kannst du noch essen, sagte der Vater, und du wirst mir dann alles erzählen, was geschehen ist. Jetzt aber musst du vor allem ausschlafen. Dann saß er neben mir auf der Pritsche und streichelte mir immerfort das Haar. Ich schloss die Augen und sah nun die Großmutter vor unserem Tor stehen. Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie mich kommen sah. Ella und Leo hielten sich von beiden Seiten an ihrem Rock fest. Antoschka aber lief mir entgegen und wedelte mit dem Schwanz. Dann sprang er an mir hoch, wollte mir das Gesicht lecken. Wo aber war die Mutter? Ich konnte sie nicht sehen. Warum war Mutter noch nicht zurückgekommen? Warum?